Die nächsten 7 Tage für dich als Sternzeichen, das ist jetzt wichtig. Ein herzliches Willkommen, ihr Lieben. Heute eine etwas andere Form von, ja, Wochenbotschaft. Und zwar gehe ich gleich in die einzelnen Sternzeichen in diesem Video. Ich gehe in jedes Sternzeichen, gebe dir einen Impuls. Schreib gerne, wenn du dein Sternzeichen hörst, ins Kommentarfeld, bei welcher Minute es gestartet ist. Denn so unterstützt du die Community, du unterstützt mich und machst es schön übersichtlich für die anderen, wenn sie direkt zu ihrem Sternzeichen reinflutschen wollen. Und schreib gerne auch in die Kommentare, ob dir die Art und Weise von Zusatzwochenlegung gefällt, dann behalte ich das nämlich direkt auch bei. Also ihr Lieben, wir gucken rein, wann immer du dieses Video siehst, zählt es für dich für eine Woche. Erst einmal starte ich rein für das komplette Seelenkollektiv, was dieses Video sieht. Was ist generell wichtig? Wir starten mit den Feuerzeichen. Was ist das Hauptthema der Feuerzeichen? Da haben wir das Scheitern. Versuche, dass Fehler Chancen sind und du darfst etwas lernen. Weiter geht's mit den Wasserzeichen. Element Wasser. Hier geht es um die Transformation der Einsamkeit, denn du weißt, dass du nie alleine bist. Ich weiß, dass ich nie alleine bin. Erdzeichen, Überschrift der Erdzeichen. Hier geht es um das Vertrauen. Ich bejahe, dass meine innere Stimme mich immer richtig leiten wird. Und schließlich die Luftzeichen. Das Annehmen, ich lerne die Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann. Das quasi deine persönlichen Überschriften und unten drunter schwingt die Energie von, dass du lernst, dass Sorgen die Dinge mit den Sorgen die Dinge sich nicht zum Besten verwandeln, sondern lass die Sorgen Sorgen sein. Und jeder erfolgreiche Mensch, ihr Lieben, scheitert mal. Und jeder Fehler, würfel das Wort um, nimm die gleichen Buchstaben und du erkennst, es sind alles Helfer. Erkenne, dass du niemals einsam bist, nimm die Dinge an, wie sie sind, bleib im Vertrauen, das für euch alle als Kollektiv. Und jetzt geht's in die einzelnen Sternzeichen rein, ihr Lieben, und ich starte gleich mit den Krebsen. So, Sternzeichen-Energien. Tan, 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 tan. Oh, loslassen, das hatten wir diese Woche tatsächlich auch präsent in der Wochenbotschaft. Die 10 Stäbe, Überforderung, höre auf, der Packesel für andere zu sein. Krebs, du schwingst die Hüften, lieber Krebs. Das heißt, in der nächsten Woche wird es wahrscheinlich gepaart sein von entweder einem Menschen, der das Temperament in dir einfach wachrüttelt, wo du selber sagst, das Leben ist für eines da, und zwar zum Leben. Du brennst, du bist temperamentvoll, du hast keine Zeit, dich in das Wartezimmer zu begeben. Du erkennst, jawollo, ich gehe los. Ich habe, ja, du hast die Trommeln in der Hand. Vielleicht trommelst du jetzt hier einen wilden Mustang, lass uns gemeinsam quasi eine wilde Welle reiten. Kreativität, Abenteuerlust. Irgendwo kommt das Leben wieder zurück zu dir. Du findest dich, du erkennst dich wieder selber. Du brennst für etwas. Und das könnte etwas sein, wo du sagst, ja Mann, Caro, genau danach sehne ich mich, endlich wieder die Passion zu leben. Du wirst eine Situation haben, wo du mutig sein darfst, mutig deiner Freiheit ins Auge schauen darfst, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle etwas rebellisch bist. Wenn du es mit Menschen zu tun hast, die dir immer ihren Willen aufzwingen wollen, wächst du so ein bisschen die Rebellen in dir. Und du sagst, hey, ich klopfe hier all dieses Ganze, die Sorgen von euch einfach mal weg. Ich bin im Vertrauen, denn ich möchte leben. Und es interessiert mich nicht, ob meine Lebensart dir gefällt. Du machst dir die Welt, lieber Krebs, wie sie dir gefällt. Schütze, 4 Schwerter, und das heißt für dich, lieber Schütze, du grenzt dich hier ab von außen. Du fokussierst dich hier auf deine Herzheilung. Hier heißt es ein bisschen in der nächsten Woche in die Ruhe gehen, mal wirklich von diesem ganzen Tumult abzuschalten, mal zu reflektieren, wo hast du vielleicht den roten Faden gerade verloren, der wieder ja in dich einziehen darf, wo du erkennst, hey, alles hatte einen Sinn. Momente, wo du dich liebevoll um dein Herz kümmern darfst.
Lieber Schütze, ich lade dich hier ein, dir bewusst zu machen, dass du deine Macht in deinem Herzen wiederfinden kannst. Dass du klar kommunizieren kannst, indem du dich von etwas fortbewegst. Hüte dich immer wieder, check mit deiner Energie ein, geh in die Reflexion, was andere dir sagen, ist es wahrhaftig deins? Du wirst auch einen Moment finden, wo du dir selbstständig wieder eine Geborgenheit, ein Nest in dir quasi ja, erbaust, erschaffst. Hast vielleicht auch Menschen, Geistführer, die dich hier an der Stelle gerade tragen. Deine Gedanken werden wieder ruhiger und somit kannst du natürlich wieder deine Emotionen fühlen, dein Herz fühlen. Du nimmst bewusst wahr, wie dein Herz, du schaust es dir vielleicht auch einfach mal an, legst es in die Hand, betrachtest mal Herzensangelegenheiten und siehst einfach, dass mit jedem Schlag, was dein Herzchen für dich schlägt, es dir immer ein Küsschen zuwirft und dir sagt, hey, kümmere dich um mich, hab mich lieb, denn du bist Liebe, du bist nicht nur eine Maschine. Also runterfahren von den immensen Kopfgedanken, oftmals ausgelöst durch das Außen. Waage, oh ja, dann wage mal den Schritt in die Transformation. Liebe Waage, Karte Nummer 13, große Arcana-Karte, die erste, die jetzt hier in der Legung auf dem Tisch liegt. Es geht um Tod und gleichzeitig Wiedergeburt. Etwas findet zu einem natürlichen Ende oder einer natürlichen Transformation. Hier kommt Licht ins Dunkle. Der Tod sagt immer, es ist Zeit, dass du vielleicht auch genau jetzt von den Toten auferstehst. In der Vergangenheit, könnte ich mir vorstellen, gab es eine Situation, wo du dich eher im Stillstand gefangen gefühlt hast. Wo ziemlich viel Stress war, wo ziemlich viel Chaos war. So, und jetzt kommt ein gewisses Loslassen, eine ganz tiefe Transformation und eine bedeutende Veränderung auf dich zu. Es ist Zeit zur Veränderung, Ja zu sagen. Du hast hier wirklich ein Portal, was sich für dich öffnet, für deine Transformation. Und hier heißt es, durchgehen, lass dich reinigen von allen negativen Energien. Das göttliche Licht, was dich begleitet, vielleicht auch jetzt nochmal in gewissen Mondphasen oder in den lauen Nächten, in diesen lauen Sommernächten, lässt du Altes gehen und bist bereit, in neue Muster einzutreten. Die zukünftige Tendenz geht nämlich hier in die Heilung, in die Harmonie. Du kommst wieder in diesen inneren Frieden, das Ungleichgewicht, liebe Waage, geht raus und du kommst wieder in deine Balance. Körper, Geist und Seele werden wieder in den Einklang finden. Und ich gehe davon aus, dass dieser Prozess schon eine gewisse Zeit mitschwingt. Skorpion. Ja, die Herrscherin, The Empress, meine Lieblingskarte. Und by the way, freue ich mich gerade tierisch, denn ich trage den Skorpion auch in mir. Und hier heißt es, wir werden wieder in die Schöpferkraft kommen. Hier ist Wachstum angezeigt. Große Arcana-Karte. Du bist voller Güte, du bist voller Liebe. Hier entsteht etwas Großartiges. Du schaust wirklich auf die Welt, wie du sie gerne hättest, gehst dafür los. Du bist die, ja, die Mutter, auch ganz tief verbunden mit Mutter Erde. Also schau wirklich, dass du immer wieder auch mit der Natur eincheckst. So viel Liebe, so viel Heilung, die Fülle, die jetzt hier kommt, die du dir kreierst. Hier darfst du dir deinem Wert so bewusst sein. Und vielleicht spürst du das jetzt gerade einfach, ja, dieses Wow, das ist meine Macht, das bin ich. Du verkörperst quasi die Venus auf Erden. Und egal, wo du jetzt auftauchst, hier entsteht Wachstum aus der Liebe, aus der Harmonie. Auch in Liebesangelegenheiten kann hier einfach jetzt die Harmonie kommen. Und daraus entsteht eine gewisse Ordnung, eine gewisse Struktur. Hier erkennst du auch, du gehst klar in die Aktion, auch Grenzen zu setzen. Du wirst zum Gewinner und kommst vermutlich aus der Phase,
der Hohen Priesterin, das wäre die Vorkarte. Ja, das heißt, deine Intuition hat dir schon ganz viel gesagt. Du bist hier gerade wirklich in diesem Wachstum. Wenn Magier und Hohe Priesterin sich vereinen, entsteht die Herrscherin und das verkörperst du jetzt einfach, ja. Du verkörperst die Magie, du verkörperst das All eins. Grandios. Und du setzt diese Grenzen und machst dich empfangsbereit. Das heißt, eine Herrscherin, die lebt das komplette weibliche Prinzip durch und durch. Congratulations. Weiter geht's, Löwe. Hier schaltet sich die geistige Welt ein. Der Hierophant kommt und sagt: Hey, hab Vertrauen. Vertraue deinem Seelenplan. Eine Ehestandskarte, das könnte ein Hinweis sein, dass du vielleicht hier dich um wichtige Beziehungsthemen nochmal kümmerst. Der Hierophant, auch eine große Arcana-Karte, also hier knallt sie richtig durch, zeigt einfach, dass es um große Themen hier gerade geht. Ein spiritueller Führer, ein Coach, der dich an die Hand nimmt, aber auch eine höhere Macht, die dich jetzt leitet, lieber Löwe. Und schau hin, von welcher höheren Macht hast du dich bislang begleiten lassen? Wo darfst du dich jetzt hingeben? Du aktivierst den Glauben und wo ist es jetzt gerade wichtig, den Glauben einfach wieder als Brücke zu schlagen? Brauchst du die Brücke zur geistigen Welt? Denn die schaltet sich hier ein und sagt: Hey, wir sind da. Wir sind da und erkenne den goldenen Schnitt in allem. Erkenne, wie das Universum aufgebaut ist. Botschaften, die hier kommen, ganz viele Botschaften von außen und deine Geistführer sprechen hier in deiner Sprache. Das darfst du wieder lernen, denn vermutlicherweise, lieber Löwe, hat dich dein Ego vielleicht ein bisschen regiert in der Vergangenheit. Sehr viele, ja, sehr viel Autorität, was gut sein kann, aber jetzt dürfen wieder die spirituellen Fähigkeiten in dir einziehen. Ja, das heißt ein bisschen raus aus der Stratege, genau, raus aus dem strategischen Denken und wieder rein ins Vertrauen. Trau dich, dich führen zu lassen. Wassermann für dich. Oho, was ist hier los? Wieder eine große Arcana-Karte, lieber Wassermann für dich. Ja, dreht sich die Welt gerade um ein Thema. Ein kompletter Neuanfang steht an in kleinen Bereichen deines Lebens. Vielleicht ist es aber auch Zeit, jetzt dich dem Zyklus des Lebens komplett hinzugeben. In dieser Woche geht es um eine Vollendung von einem gewissen Thema. Eine erfolgreiche Leistung, für die du jetzt belohnt wirst. Eine Reise, die du antrittst. Vielleicht planst du gerade einen wunderschönen Urlaub, fährst in den Urlaub, kannst mal so richtig die Seele baumeln lassen, kommst wieder zurück in deine Kraft, zeigst dich nackt, auch wenn du angezogen bist. Hier kommt der Erfolg, das Glück ist an deiner Seite, die Transformation und Erneuerung. Blümchen, die du vielleicht geschenkt bekommst, ja, aber auch hier durch die Lebensblume verkörpert, du bist geschützt. Auf einmal wird alles wieder rund. Du erkennst gewisse Dynamiken in deinem Leben, entscheidest dann aber auch selbstständig. Love it, leave it, change it. Hier erschaffst du quasi die Einheit des Universellen. Weiter geht's, lieber Stier. Drei Kelche, tiefe Verbundenheit, Zeit, die du mit Freunden verbringst. Das ist dir wichtig, dass du wirklich mit den richtigen Menschen, mit den richtigen Seelen in eine gemeinsame Zukunft schaust. Das heißt, Gespräche, die hier stattfinden werden, wo du erkennst, ich bin alles, aber niemals alleine. Wo du auf einmal wieder eine klare Vision hast, ein klares Ziel hast. Und mit den richtigen Leuten, mit den richtigen Menschen an deiner Seite wird hier erstmal ordentlich gefeiert. Du hast Spaß, du besuchst soziale Events oder ja, vielleicht hast du hier irgendwo auch wirklich eine Feier im Freundeskreis. Hier heißt es hoch die Tassen. Hier sprudelt es förmlich von Emotionen, von Freude, die geteilt wird. Privat, aber auch beruflich. Hier wartet eine Menge Spaß auf dich, lieber Stier. Wie cool ist das denn? Ja, und vielleicht ist das auch, ja, ein neues Kapitel für dich. Also endlich kommt wieder die Verbundenheit. Steinbock. Lieber Steinbock, vielleicht trägst du auch den Skorpion zusätzlich in dir, dann heißt es Hohe Priesterin, das war die Vorkarte zur Herrscherin.
Hier wird's richtig tiefgründig, ja. Geheimnisvoll. Du bist ein bisschen im Rückzug, ziehst dich ein bisschen zurück, schaust hin, schaust zwischen den Schleiern, liest zwischen den Zeilen. Du durchleuchtest die Strukturen. Vielleicht verbindest du dich ganz extrem mit der spirituellen Welt, legst Karten, bist am Journal, machst Energiearbeit, empfängst krasse Träume. In dir ist aber ein tiefer Frieden. Die Hohepriesterin, wie gesagt, große Arkana-Karte. Und das ist einfach, du darfst hier deiner Intuition vollends vertrauen. Und die Hohepriesterin ist eher passiv. Die urteilt nicht, bei der ist immer rosarote Welle angesagt. Die möchte nämlich Liebe und Frieden kreieren. Und hier geht es auch darum, dass sie quasi auch in die Verbundenheit geht. Das ist ein krasser Archetyp hier. Es ist die Einladung, noch tiefer in gewisse Themen reinzugehen, lieber Steinbock. Geh in die Tiefe deines Seins. Verbinde dich mit der geistigen Welt, vertraue auf deine Intuition, lerne. Und deiner Intuition zu hören, sie anzunehmen und ihr zu folgen, ist einfach ein Training. Steinbock, du bist ja gerne ein Mensch, der sich sowieso vermutlich gerne mal hoch auf den Berg begibt. Ziemlich die Herrscherenergie eigentlich, ne? Du hast ja dieses, okay, ich habe einen Plan, ich habe eine Struktur, du bist super ehrgeizig. Aber entdecke auch die Hohepriesterin in dir. Es kann auch sein, dass jetzt die Sanftmütigkeit in dein Feld kommt. Eine Person, die dich so tief berührt, mit der du so tiefe Gespräche führen kannst, dass dein Herz einfach nur sagt, hier kann ich ich sein. Weiter geht's, Jungfrau. Hier kommt der Magier. Ja, Halleluja, schau mal, ne? Wir gehen hier eine Reihe zurück. Mit dem Magier, dem Alchemisten, liebe Jungfrau, bist du eingeladen, in die Aktionen zu gehen. Alchemist, männliches Prinzip, hier stehen erstmal magische Momente. Du zauberst förmlich, du zauberst dir hier richtig was aus der Tasche und bist zudem ein Vorbild, sagst aber auch, wow, ich entdecke alles, was ich brauche, liegt ja schon auf meinem Tisch. Da kommt die Willenskraft zurück. Hier hast du eine immense Einflusskraft. Also du nutzt den Kraft deines Einflusses und manifestiere dir etwas. Wunderbare Chance jetzt in der nächsten Woche für dich, deine Ziele zu visualisieren, zu manifestieren. Super viel Inspiration aus dem Universum in dein Leben gebeamt. Jetzt geht es nochmal wirklich an die Ausführung. Also hier heißt es nicht Rückzug und Abwarten, hier heißt es Gas geben, in die Umsetzung gehen. Welche Ziele hast du? Welche Träume willst du Wirklichkeit werden lassen? Was ist es, was dir hier hilft? Und du hast alles in dir und nutze alles. Die richtigen Informationen zieh sie dir aus dem Internet. Die richtigen Fragen stell sie den Menschen, denn wer fragt, führt. Stell sie auch dir selber. Und wenn du genau hinschaust in dein Leben, siehst du, dass bereits jetzt schon etwas entsteht. Du bist verbunden. Unendlichkeit sagt. Also alles fließt gerade unendlich. Vielleicht überlegst du dir gerade sogar, dir ein Tattoo stechen zu lassen, wird mir hier gerade gesagt. Irgendwas, was du auch auf deiner Haut symbolisch manifestierst oder einfach jetzt sichtbar machst. Also eine magische Zeit, liebe Jungfrau. Widder. Und wieder eine große Arkana-Karte. Und ihr habt gesehen, ich habe es durchgemischt. Das ist ja unfassbar. Ja, lieber Widder, für dich heißt es etwas in den Rückzug gehen, der Eremit. Oder bist du gerade sehr im Rückzug und fühlst dich einsam? Ne, das wäre jetzt diese Einsamkeit, wo du mal schauen kannst, hey, erkenne, du bist niemals allein. Fang an, die Strahlkraft aus dir heraus wieder zum Leuchten zu bringen. Wahre Schönheit kommt von innen. Vielleicht brauchst du aber auch gerade eine Pause vom Außen und sagst, boah, lecco mio alla quastro, ich gehe jetzt erstmal. Ich brauche ein bisschen Zeit zum Atmen, Zeit für dich selber. Vielleicht planst du eine Reise mit dir alleine oder hast eine Seelenreise oder bist einfach mal auf der Couch in der Sonne, egal wo, und chillst mal die Base mit einem schönen Buch. Denkst einfach nach, also ich nehme hier schon wahr, du bist sehr nachdenklich, in dich gekehrt, reflektierst unfassbar viel, lieber Widder. Und das ist cool.
Also schau wirklich hin, weil die Lösung findest du. Wenn du gerade auf der Suche bist nach einer Lösung und denk dran, wir haben jetzt im Juli bald den zweiten Vollmond im Steinbock. Dieser bringt dir die Lösungen und du wirst die Lösung finden. Die kommt aber nicht unbedingt durch andere. Hier für dich, lieber Widder, heißt es, die Lösung darfst du in dir finden. Sei der Wegweiser, sei dein eigener Leuchtturm oder schau hin, wo. Ja, wirst du gerade vielleicht auch angetriggert, wenn Menschen sich von dir distanzieren, als Lernaufgabe, die dahinter steckt, ins Vertrauen zu gehen, dass du nie alleine bist und dass sich die richtigen Türen immer wieder öffnen. Zwilling, hier herrscht Klarheit, Manifestationschancen on fleek. Du erhebst dich, lieber Zwilling, klare Kommunikation, vielleicht auch ein bisschen, ja, eiskalte Aussprachen, die jetzt getätigt werden, sehr viel Rationalität. Der König der Schwerter ist ziemlich klar im Kopf. Hier sind nicht so um die Mega-Emotionen gerade, die hier vorherrschend sind. Du übernimmst quasi die Führung. Du unterweist Menschen, weist sie an, die Weisheit in dir, ne? Anweisung. Vielleicht knüpfst du oder klippst du jetzt die Weisheit in dir an. Hast es vielleicht auch mit einer sehr autoritären Person zu tun und darfst dich davon auch ja, auf Augenhöhe wieder begeben. Du erdest Menschen. Guck auch hin, wo kannst du dich wieder erden und auf die Augenhöhe von anderen begeben. Du bist ziemlich klar und direkt. Du redest dir auch nichts mehr schön. Gar nichts mehr. Klare Struktur, vielleicht wichtig. Vielleicht gerade auch wichtig für dich, nachdem ja du alles ziemlich logisch versucht hast zu verstehen, jetzt in die Umsetzung zu gehen. Und hier verkörperst du wirklich all die Qualitäten, die für dich wichtig sind, lieber Zwilling. Last but not least, lieber Fisch. Oh, schau mal hin. Das Ast der Kelche, lieber Fisch, kommt für dich und das Ast der Kelche ist zum einen, alles dreht sich um das Thema Liebe. Love is in the air für die Fische. Was ein wunderschöner Abschluss. Eine neue Liebes, wie ein neues Leben könnte dein Motto lauten. Oder aber auch emotionale Heilung, Aufregung, Vorfreude, irgendein Traum. Jetzt hier aus heiteren Wolken, ja, kommt etwas. Das heißt, hier wird etwas sichtbar. Dein Herz, was dir sagt, wow, nimm die Chance an. Da ist so ein großes Potenzial und du hältst es förmlich in deinen Händen. Du hast die Fähigkeit, diese Chance, die dir geboten wird, auf allen Herzensangelegenheiten. Wir sprechen nicht nur von der klassischen Liebe, auf allen Herzensangelegenheiten jetzt in den Überfluss zu bringen. Das heißt, hier sprudelt etwas, hier kann etwas entstehen, hier fließt Liebe für dich, lieber Fisch. Liebe fließt für euch alle, Heilung, Verbundenheit. Ich bin gespannt, ob euch ja, die Art und Weise dieses Videos gefällt und wenn ihr im Kommentar eindeutig dafür abstimmt, dass ich diese Art von Wochenbotschaft öfters machen darf, dann tue ich das. Ich sage danke fürs Einschalten, ihr Lieben. Danke, dass ihr in den Kommentaren die Zeiten hinterlasst, wann die einzelnen Sternzeichenlegungen sind. Und ich wünsche euch eine charmante Woche.